Hallo Freunde, willkommen zurück auf Spectacle Island. Bei der letzten Aufnahme haben wir ein Problem mit dem Autodrive gehabt, der den Weg nicht fand. Und genau da ist das Problem. Er hat einen neuen Punkt gesetzt. Und genau hier, genau den da, der ist nirgendwo verbunden. Das machen wir jetzt mal eben hier. Damit soll es das gewesen sein. Schauen wir mal, ob der jetzt, ob er das automatisieren kann. Gärester, wir holen dem am. Wir bringen den zum Güllebehälter, das ist klar. Wir holen es am Hof. Hof Gärester, wo haben wir die? Da. Schauen wir mal, ob er das macht, wo er hängen bleibt. Ich weiß, er bleibt an dem Hänger. Er ist bei der Abfahrt. Wir hängen wieder hier. Das ist das gleiche Problem, was ich gerade schon hatte. Er fährt nicht weg. Und er sperrt mit dem Drescher. Das ist nicht wahr. Er macht immer das gleiche. Keine Ahnung warum. Denn ich höre, der Drescher fährt weiter. Irgendwo passt da was nicht. Gut. So, der fährt jetzt hoffentlich Gärester holen. Er füllt schon mal selber, das ist gut. Du machst das. Er kommt am Hänger vorbei, das ist schön, das macht Spaß. Das macht Spaß, das gefällt. So, das ist doch. Dann noch Hackschnitzel liegen da noch, die müssen auch noch weg. Da liegt noch so viel auf der Erde, dass man irgendwie wegmachen kann mit der Schaufel. Aber erstmal muss ich schauen, ob jetzt mein Autodrive hier funktioniert. Können nebenbei wieder kontrollieren, der Drescher funktioniert, der läuft. Und jetzt kann nicht mehr, oder wie? Der Drescher jetzt gerade aufgehört. Möchte jetzt aber gerade nicht weg. Oder ist er nur aus dem Bild verschwunden? Ich möchte mal gern das jetzt kontrollieren, ob der da hier weiterfährt und es nochmal weitermacht. Oder hängen wird da am Stein bleibt er hängen. Okay, gut. Ist aber scheinbar nicht so schlimm. Jetzt ist die Frage, fährt er weit genug zum Leeren? Er leert auf jeden Fall. Als Bildchen machen fürs Video. Jetzt gucken wir, ob wir den Weg zurück auch hinkriegen. Dann kann man das einfach laufen lassen, bis die Gärreste alle sind. Dann haben wir am nächsten Mal überhaupt kein Problem, das einfach allein machen lassen. Weil wenn es Zelt ist und nichts anderes zu tun habe, kann ich wieder Gras mähen.
So gesehen denke ich langsam, ich bekomme selbst, ich bekomme nichts, ich bekomme nur die Gärreste daraus. So, das ist jetzt hier die große Kreuzung. Ja, da viel zu rechnen hier, das ist schon klar, das dauert etwas länger. So, ist er da seine Linie wieder gefunden. So, also das macht er alleine. Dann kann ich mal gucken, wo ein Drescher fährt. Ein Drescher fährt, das ist gut. Du bist noch nicht voll zum Abfahren, stehst aber bereit. Wenn ich jetzt noch ein Fahrzeug, könnte ich den Colt machen. Was kostet Colt eigentlich? Oder was bringt Colt? Immer noch 12.000. Das ist nicht viel. Und in meinem Fall nicht genug. Ich denke jetzt an Barren vielleicht. 1.000. Ich habe, glaube ich, 5 mal 12. 60.000. Das ist. Ich finde, das ist nicht allzu viel. Also zeige ich mir jetzt an, was ich an den Gärresten bekommen habe. Einnahmen BGA, also die Gärreste verkaufen, bekomme ich dann die Einnahmen der BGA. Nicht extra. Aber fürs Biogas bekomme ich dann nichts, oder wie? Hätte ich es vermutet, dass ich da noch was kriege. Ich das hier verstehen nicht mehr. Das ist alles nicht genug, um es wegzubringen. Immer so Kleinigkeiten. Und die Sojabohnen, das wäre noch eine Tour. Zuckerrüben knapp 10.000. Kriege auch nicht viel für. Aber Zuckerrüben passt in die BGA. Kartoffeln auch. Habe ich ja Zuckerrüben, Kartoffeln für die BGA. Die können wir eigentlich noch wegbringen. Okay. Er hat schon abgeladen. Das heißt. Das heißt, es funktioniert. Es ist jetzt die Welt, was ich da kriege, aber wir sind schon wieder 72.000. Und dafür, dass ich keinen Kredit aufgenommen habe, habe ich auf jeden Fall den Hänger wieder drin, den ich gekauft habe.
Doch, also 34.000 bis jetzt. Also ich muss sagen, es lohnt, tut sich's, wenn man das jetzt automatisiert, ist das jetzt gar nicht so schlimm. Sehen, dass ich dem Gras das in den Griff bekomme, dass ich das schnell durchkriege. Das heißt, sobald es wieder hell ist, muss ich den runterschicken zum Mähen. Hier fährt immer 8000. 8000 ist ja nicht viel. Wenn ich das jetzt größer hinkriege, brauche ich einen anderen Hänger. Dann brauche ich größere Maschinen. Aber dann brauche ich auch wahrscheinlich größere Traktoren oder vielleicht einen LKW. Für so etwas, damit ich dann nicht zigmal fahren muss. Du bist voll, du fährst zum Silo, mal gucken, ob du das kannst. Das ist ja auch noch dieser Punkt, dieses an früh Silo ranfahren. Aber ein bisschen muss ich auch noch tun. Kein nur zugucken. Waren schon zwei Fahrzeuge, wenn die sich begegnen, hat man wirklich ein bisschen Leben mindestens hier. Dass ich hau das hier oben ins Silo und dann bringe ich alles runter zum Boot. Muss ich wahrscheinlich. Ich gucke, wo das meiste Geld gibt. Er macht N die Seitenklappe auch. Das funktioniert auch. Das ist gut. So, dann könnte ich mich jetzt hinlegen, jetzt eigentlich eine Runde pennen, bis es hell ist, weil die Arbeit ja alleine für mich. Das funktioniert auch sehr gut. So, hier haben wir jetzt 40.000 Volt. Entladestation für Boote 2, 3, das ist oben an der Sägemühle, oder? Im Sägewerk. Ja. Wir sind hier fertig. Die 1 brauchen wir nicht mehr säen. Dann können wir jetzt die 4 wieder säen. Du brauchst ja eigentlich nicht mehr da runterfahren. Ne? Wie viele Gereste haben wir noch? Also du kannst ja so keine Gereste fahren, stimmt. Aber du kannst was anderes machen. Probieren wir jetzt mal aus, dass sie noch ein bisschen leer kriegen. Wenn wir schon hier dran sind. Das zum Thema, wir haben noch irgendwas anderes und ich wüsste, wo der jetzt die Kartoffeln und Zuckerrüben lagert. Das sehen wir dann auch noch. So, jetzt muss ich wieder aus dem Weg gehen. Dann holen wir uns lieber mal die Sämaschine und gehen auf das Feld 4 war es zum Ansehen. Die bleibt mal bei der Soja oder bei der Grabs machen. Mal schauen.
Nee, brauche ich in der Mitte nicht mehr sehen, weil das ist dann unterschiedlich reif, das ist blöd. So willst du nicht? Wo ist hinter 4, habe ich gesagt, was soll ich gucken, Raps? Soja gibt dir meist Geld, also bleib dabei. So, ups, etwas zu weit. So, also den mal fahren. Du bist am Arbeiten und dich müssen wir da irgendwo jetzt. Leer machen kann ich dich am Silo oben. Ja, ein größerer Drescher wäre schon nicht schlecht, einen schnelleren. Aber da brauchen wir was, 500.000 da wir waren und wir sind noch unter 100.000. Da müssen auch so manche Wiese mähen. Guck mal, dass ich dem Traktor nicht in die Quere komme. Der ist einiges schneller. Und bei den Lichtverhältnissen übersieht man ihn schnell. Kommen dann um die Ecke.
das Gerest und Verkaufen geht schneller natürlich, als der noch kann. Wenn man es automatisieren kann, ist das schon nicht schlecht. Und der fährt fröhlich rauf und runter. Dann lassen wir den das noch ein paar Mal machen. Wie viel haben wir noch? Also Sojabohnen, 40.000 lohnt sich jetzt wirklich. Ich muss dann nur die Kartoffeln und die Zuckerrüben suchen. Zuckerrohr habe ich auch noch. Das sind die 47.000 meine Gärreste? Dann muss ich noch einige Male fahren. Gut, also ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Vielen Dank für alle, die den Nerv haben, bis hierhin durchzuhalten. Lasst ein Däumchen da, ob ihr auf die Glocke kommt. Bleibt gesund, bis dann, macht's gut.